Hallo, hallo, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Dead by Daylight. Wir sind immer noch im Geburtstagsevent. Ich glaube, das haben wir letzte Woche gar nicht erzählt, dass wir hier vierjähriges Geburtstagsevent haben bei DVD. Dann Überraschung, wir haben ein Event. Hallo auch von Ja, mir. hey. Tina ist auch gerade zu mir und von Jen hier gekommen. Die ist nämlich heute für Oh Nancy. no. Ist jetzt ein Doktor, ne? Ja, der blastet gleich. Oh, der hat uns alle erwischt. Krass. Er kommt zu mir. Die Map ist aber halt auch echt klein. Mit seinem Blast erwischt er immer jeden. Mal ein Foto weg. Auf jeden Fall ist Geburtstagsevent und da sehen die Gents haben Ballons und die Haken haben Ballons und alles macht tröt tröt, wenn du es fertig hast. Und du kannst so Torten dir im Blutnetz kaufen, wo du mehr Punkte bekommst. Oh Und nein! ja. Nein! Komme. Aber er hat kein Franklins mit. Ist schon gut. Das heißt, ich kann meine Taschenlampe behalten und vielleicht kann ich ihn noch mal irgendwann blenden. Kommt er in meine Richtung? Er geht zu jemandem am Jen. Okay, komisch. Es ist aber Mann da hinten, Ashley, Okay, glaube ich. da kommt schon einer. Ja. Kommt er jetzt zurück zum Haken oder? Jagt er? Keine Ich Ahnung. glaube, er jagt. Ja. Ja, er jagt. Auf jeden Fall, ich bin jetzt auch mit dem Archiv fertig. Also ich im Spalt, ich habe das, was ich haben wollte, habe ich alles. Wir Ich sind kann hier jetzt hinten DVD. beim Tanker. Ja, ich sehe es. Ich kann DVD jetzt wieder ganz ohne Druck spielen. Juhu! Kommt der oder? Nee, er ist dort hinten. Er hat nur hergeguckt. Er Oh, kommt jetzt aber. den Doktor nicht. Richtung Haken. Er shoppt. Ich habe halt mit dem Doktor das Gefühl, auf der. Oh, Kacke, auf der ganzen Map ist Terrorradius. Ja. Es ist einfach. Oh, er hat überladen dabei. Ja, Standard eigentlich beim Doktor. Ich hab das gehört, das war ein Web von Jen. Ich bin jetzt an dem Gen, wo wir am Anfang waren. Ja, ich komme. Boah, die kommen aber auch hierher. Oh. Ach ja. Der Doktor. Wie ich ihn hasse. Ey, wirklich, das ist so, dem hast du nichts entgegenzusetzen mit seinem Scheißgeschreie. Ich würde Nee. dann mal so auf die andere Seite Ja, von der Fleck komm. rüberrennen. Oh, fuck. Sorry. Ich war abgelenkt. Er kommt in den Keller. Oh nein. In den Schrank. Ja, ich bin auch schon im Schrank. Weil er wird dann sicherlich gleich wieder blasten. Ja. Wahrscheinlich kommt er auch hier hinter. Ja, der ist geblastet. Ich gehe in den Keller. Okay. Er ist hinten beim Bagger. Ich habe irgendwie auch ein bisschen Angst vor der Nötschelle. Komm erstmal raus hier, Ashley. Nee, ich weiß nicht, ob wir uns. Ashley heilt sich selber im Keller. Okay, soll er machen. Ich weiß nicht, ob wir uns über die Nötschelle Gedanken machen müssen. Ja, ich bin auch gerade noch nicht guter Dinge, dass wir überhaupt rauskommen. Oh, ich bin Stufe 2, es ist so ätzend. Wow. Ich mache jetzt gerade mein drittes Totem. Okay, also ich bin auch gerade an einem vorbeigerannt. Kacke, Bin der im kommt gleich. Schrank, er kommt in meine Richtung. Ich bin auch hier. Dann bin ich bestimmt an den Totem, wo du gerade warst. Er tritt den Gen vor mir. Nee, der guckt jetzt hier in den Schrank, ich habe kein Frontal. Er geht weiter. Guck, dass ich zum Haken komme.
Mhm. Oh Gott, er ist hier. Also wenn er jetzt blasen bin ich im Arsch. Er kommt zurück Richtung Haken. Tepp schreit halt auch leider. Ey, dieses Geschreie beim Doktor, das ist echt einfach nur ekelhaft. Vom der Doktor, der kann so gut sehen, wo du bist. Wenn du Stufe 2 bist, hast du ja dann teilweise diese Fake-Doktors vor dir stehen. Und die sieht er ja auch. Das heißt, er weiß, dass dort in der Nähe jemand sein muss. Er hat auch diese Paletten. Ich mach gerade einen Totem weg. Okay, ja, ich bin hier. Oh, überladen. Oh, ich hab getroffen. Hättest du lieber mal den Detective vorgelassen. Okay, aber ich bin jetzt... Ach, den Ash lässt er liegen? Wahrscheinlich wollte er mich jetzt ihn komplett wegtunneln. Ach, bei mir jetzt. Ich weiß nicht, wer mir nachkommt. Ich gehe mal hinter. Okay, ich bin ist halt schon... Jetzt, wow! Ich bin dem gerade komplett in die Fresse gerannt. Ich hab's halt aber auch, ne? Oh, ich bin halt aber auch Stufe 3, gell? Das ist halt, ich das Rumgeschreie, das ist einfach ekelhaft. Und das Schlimme ist, wenn du Stufe 3 bist, kannst du niemanden heilen, zum Beispiel. Nee. Nee, der blastet jetzt. Er rennt in deine Richtung, auf jeden Fall. Scheiße. Er blastet. Nee, er hat nur geschockt. Oh mein Gott. Ja. Ich weiß nicht, ob er dich sieht. Warte, okay. Wir rennen einfach hier weiter hinter. Du vor. Ich hab Iron Will. Ich muss mich nur erstmal beruhigen. Ach, okay, dann heißt du dich selber? Ja, warte, ich muss mich nur erstmal irgendwie versuchen zu beruhigen. Wir kommen mit den Gens nicht voran. Nee. Verdammte Axt, ey. Jetzt bin ich Stufe 3. Muss mich beruhigen. Er jagt ja gerade Ash, wie es aussieht. Ja. Ich hasse den Doktor, ey. Ich höre dich schreien. Ja, ich habe einen Skillcheck verkackt. Skillchecks sind heute nicht so meins. Na gut, dort ist halt der Keller jetzt, ne? Dann. Wow. Der kam rückwärts, der Überladen-Skillcheck. Wow. Der Doktor ist echt fies. Wow. Also Skillchecks sind anscheinend halt auch nicht meins. Ich habe jetzt zweimal reingeschissen, der wird jetzt hier hinterkommen zu mir. Er ist hier. Irgendwo bei mir, wie es klingt. Naja, der ist hier, wo ich war. Ah ja, er läuft jetzt vor meinem Schrank lang. Na, jetzt blastet euch. Nee, noch macht er nichts. Er sucht hier hinter den Wänden. Ah, da bin ich. Wow, wie hast du mich da gesehen? Kacke. Hi. Wenn du in dem Schrank da bist. Nee, ich war auf der anderen Seite, aber ich hätte auch nicht helfen können, weil ich habe kein Frontal. Das wäre sonst mega cool gewesen. Ey, ich krieg hier heute nix auf die Reihe. Ich liege gleich. Hi Tab. Sorry, Tab. Ups, ich hab den nicht gesehen. Ist der da am Gen sitzt? Ich bin jetzt an dem Bagger, wo du erst mit Tab warst. Der war wieder komplett auf Null. Au. Ich bin wieder auf 3. Ey, wieso bin ich denn auch so schnell auf 3, ey? Das ist, du wirst über diese komplette Map geschockt. Das ist so ekelhaft. Ich finde das halt schlimm, dass du nicht mal, wenn du dich irgendwie irgendwo erhöht stellst oder irgendwas sicher bist. Ja. Ist ja egal, wo du stehst, du bist immer am Arsch. Ich bin mal an den Gen, wo Tab saß, der war übel weit. Er jagt auch Tab. Also. Weiß nicht, ob er Pop mit hat, aber... Dieses Überladen, das macht mich alle, ey. Also
Also letzte Woche hatten wir ja wirklich mit den Killern in Anführungsstrichen Glück, weil das relativ neue Killer waren. Dafür haben wir die Woche echt Pech. Ja. Und in meine Richtung. Das glaube ich auch. Er blastet. Ich gehe außenrum zum Haken. Geh ihn da hinten. Aha, wenn ihr da jetzt hier einen Schrank guckt, hab ich ein Problem. Alter, Ironville rettet mir gerade den Arsch. Weil ich bin verletzt und das sieht er. Und er stand vor meinem Schrank und hat gehört, ob er was hört. Aber durch Ironville bin ich ja lautlos. Ich bin wieder hier. Ich bin aus dem Schrank raus. Muss ich halt auch irgendwann machen. Also diese Rückwärts-Skillchecks, ne, die finde ich fast schlimmer als das alte Ruin. Ich finde. Weiß nicht, es gab. Da haben wir das noch nicht mit YouTube gemacht. Gab's schon mal Ruin? Ist ja so ein Fluch-Totem. Oh, hier ist noch ein Totem. Oh. Fuck, ich bin wieder auf 3. Ja, ich auch. Er wird jetzt auch wieder zu mir kommen. Nee. Und da war es so, du musstest einen perfekten Skillcheck treffen. Gut wäre, wenn man überhaupt erstmal einen Skillcheck trifft. Wenn du nur einen normalen Skillcheck getroffen hast, ist der Gen trotzdem zurückgegangen. Also das war... Jetzt ist Ruin ja anders. Jetzt ist es ja so, dass sobald du den Gen loslässt, geht er halt zurück. Finde ich aber fast noch schlimmer, ehrlich gesagt. Ja. Wow. Also die Runde können wir sowas von knicken. Wenn er jetzt blastet. Boah, ich bin dann auch am Arsch. Ich bin tot. Such die Luke. Ich lass mich jetzt umklatschen. Ich bin eh RIP. Er ist eh bei mir. Ja. Ich habe auch... Diese Runde strengt mich echt an. Hä? Er hat mich liegen lassen. Oh nein. Er blastet. Ich bin im Schrank. Okay. Rette mich nicht. Rette mich nicht. Er hebt mich wie ein hoch. Buch von Laura Kneidel. Rühre mich nicht. Hier ist die... Er hängt mich direkt an die Luke. Ah, verdammt, ey. Ich bin aber noch nicht tot. Das Problem ist, er wird jetzt hierher kommen wahrscheinlich. Er ist dort hinten beim Tanker, ich habe ihn gesehen. Komm hierher. Wo bist du? Hinten, links von dir. Kommt er jetzt wieder zurück? Ich glaube, der kommt wieder zurück, oder? Ist bei dir ein Schrank? Ich sehe nichts, nee. Läuft an der Scheck. Warte, ich gehe hier irgendwo in den Schrank, wenn einer ist. Hier ist ein Schrank. Geh rein. Hast du? Ja. Oh mein Gott. Ich hoffe nur nicht, dass der jetzt hierher kommt gleich, um die Luke zuzumachen. Er kommt hierher, er kommt hierher. Stirb schneller, Kiri. Juhu, ich bin raus. Oh. Oh mein Gott, das war so knapp, der Killer kam. Ah! Also wenn ihr wissen wollt, wie knapp das war, müsst ihr jetzt nochmal bei Tina kommen. Oh. Mein Herz. Oh Gott sei Dank, ey. Anders, also was? Rang 16? Niemals. Das glaube ich auch nicht. Niemals ist der Rang 16, ey. What the hell? Aber ich muss sagen, punktetechnisch war ich jetzt auch nicht so Bombe, ne? Ich habe ja 7.500 Punkte durch die Luke jetzt bekommen. Wenn ich die mal abziehe, das war jetzt wirklich nicht so Bombe. Bei mir war es auch nicht Bombe, also... Was für eine Runde, ey. Es geht heute gut los mit DBD. Ja, ich würde sagen... Aber in die nächste Runde. Ja. Jo. Zweite Runde. Neues Glück. Gucken wir mal, wie es jetzt läuft. Ich bin jetzt die... Ich will mal Chloe sagen, aber die heißt doch Cheryl. Jo, sie heißt Cheryl. Ich glaube, wir sind alle zusammen gestartet. Mhm. Und es ist übrigens der Schutzwald. Hatten wir den nicht letzte Woche erst dabei? Ja, den haben wir in letzter Zeit irgendwie sehr oft, den Schutzwald. Du bist da jetzt mit White an den Gen, ne? Ja. Und der Jake ist auch gerade hergekommen. Ich geh mal in die andere Richtung.
Die unser Janice gleich an. Ich sehe keinen Killer. Doch, da hinten. Aber der Killer ist, glaube ich, AFK. Oh nein. Ich glaube, es könnte ein Billy sein. Warte, da kann ich blenden. Oh nein, da brauche ich auch eine Taschenlampe. Ja, geh mal gucken, ob der AFK ist. Dann kann ich dir die Taschenlampe geben. Ja, er ist AFK. Ich blende Billy und dann kannst du blenden. Komm her. Ja, ich mache noch schnell das Tote. Wo bist du? Ja, das Scheck hinten. Komm. Er ist hier vor der Scheck. Ja, ich sehe es. Ja, warte, ich lege sie hier hin. Warte, wie war das? M2. Ja. Du bist, glaube ich, zu nah. Wo geht's? Ging. 2. 3. Okay, ich habe dreimal. Kann ich sie wieder haben? Ja, wo bist denn du? Hier hinter dir. Ja. Rennt einfach weg. Oh nein! Das verschlucke ich mich fast. Ich wollte meine Taschenlampe noch wieder haben. Hab ich die jetzt so? Nee, du hast die gerade abgelegt. Oh nein. Aber yay, ich habe die Aufgabe fertig. Ich habe die Aufgabe jetzt auch fertig. Yay, das war eine kurze, knackige zweite Runde, die uns eigentlich überhaupt nichts gebracht hat. Oh, es gab schon ein paar Punktchen, also. Ja, gut. Ich würde sagen, wir machen mal weiter mit Runde 3 und hängen vielleicht heute noch eine 4 dran. Wir gucken mal, wie die dritte jetzt läuft, ob die elendig lang wird oder ob wir vielleicht noch eine 4. machen können. Ja, wir gucken mal. Bis gleich. So. Dritte Runde, ich würde sagen, zweite Runde war gerade, ne? GG. Auf jeden Fall. Wir haben letzte Überlebendenaufgabe gerade beide fertig bekommen, nämlich die Killer blenden. Das hat bei mir noch gezählt mit dreimal. Ich habe hier eine AFK-Fang bei mir. Oh, jetzt ist sie da. Und ja, dann hat der Killer disconnected. Na gut. Aber sowas muss es halt auch geben. Ja, das ist halt DBD, ne? Also, wir schneiden ja nichts raus. Keine Ahnung, wo wir sind. Wir haben Geisti. Oh, er ist hier bei mir gerade langgelaufen. Hat der mich ernsthaft nicht gehört? Ich habe einen Totem gemacht. Ich habe ihn atmen hören. Er konzentriert sich vielleicht auf die Gens. Ich hasse Geisti. Wenn du am Gen bist, hörst du den nicht. Ja. Bei dem musst du auf Gehör gehen. Ich habe ihn nämlich atmen hören, dachte, hey, warte mal, da ist was. Und dann habe ich die Silhouette hier lang laufen sehen. Kommen die Fangs jetzt ernsthaft hinter mir her? Ist das denn jetzt fucking ernst? Ich habe zwei Fangs, die mir folgen. Hier, guck dich das an. Geht weg. Vielleicht sind die neu und brauchen Hilfe. Also ich bin hinterm Zeppelin an einem Generator und der ist jetzt bei 3/4. Also... Leute, geht einfach weg. Weiß nicht, was der Geist macht, ehrlich gesagt. Ich bin an einem Totem. Er ist hier hinten. Er macht sich gerade sichtbar. Ja, ja, ich hab's gesehen. Er hat die Fang. Er hat die blaue Fang. Fang? Mhm. Sind hier hinten bei mir, wo der Jen angegangen ist. Okay. Ich geh mal in den Zeppelin. Naja, dort rennen sie gerade so ein bisschen rum. Musst du gucken. Ich hab gemerkt. Hä? Also Geisti scheint entweder in Narnia zu wohnen oder wirklich noch komplett neu zu sein. Irgendwie war das hat sehr merkwürdig. Ich bin jetzt ein Generator weitergegangen. Aber er hat auf jeden Fall was mit, dass man seine Glocken nicht hört. Doch. Ich nehme ja als Geist gern das Add-on mit, dass man die Glocken über die ganze Map hört. Weil ich dann immer die Hoffnung habe, dass alle aufgeschreckt sind und erstmal vom Gen weglaufen, weil die nicht wissen, wo der Geist ist. Also die gelbe Fang ist jetzt bei mir. Ja, die andere rennt hier hinten beim Zeppelin, hinterm Zeppelin rum. Ich bin im Zeppelin und nach den Gen. Ey. Was ist los? Ich glaube, der Geist ist neu. Ich weiß es nicht. Der hat bestimmt nötig. Wir müssen Totems machen. Ich habe schon eins weggemacht. Ich habe auch eins bisher gemacht. Ich guck gleich mal, weil der Jen jetzt hier ist an.
Ich guck mal, ob ich noch ein paar Totems finde. Okay, Geisti hat sie verloren. So, ich habe noch ein Totem. Kann sein, dass Geisti gleich zu mir kommt. Bin ja am Zettelin. Ja, die andere sitzt am Jen jetzt dort hinten. Nee, die hat sich geheilt. Okay, ich weiß nicht, wo Geisti ist. Auch nicht. Ich würde ihm ja auch einen Hit schenken, aber... Okay, der am Zeppelin ist an. Er ist auf jeden Fall gerade unsichtbar. Nichts gesehen gerade mit dunkler Wahrnehmung. Okay, also ich hatte 2 Totems, du hattest 1. Oh, er ist bei mir. Der war hinter mir, der Sack. Hier im Feld ist doch immer noch irgendwas. Ich bin hinten bei ihm, mit ihm an der Scheck. Okay, ich hab noch ein Totem. Dann ist das Totem Nummer 4. Da kam er von da. Okay. Das letzte. War dein Totem irgendwo in dem Feld? Nee, das war hinten in der Ecke. Okay, dann gehe ich nochmal in den Feldteilen hier gucken. Soll ich mich jetzt. Komm, ich lasse mich jetzt einmal umklatschen, oder? Die Frage ist halt, ob er dich dann wegcampt. Das kann passieren. Ach, der tut mir voll leid. Selbst ich bin als schlechter Läufer. Oh, komm, Geist, ich renne so offensichtlich. Ja, jetzt komm, klatsch mich halt um. Komm, klatsch mich um. Oh. Ich bin jetzt so offensichtlich durch den Zeppelin gerannt. So, der Keller. Nee, ich glaube, der ist hinten in der Scheck. So. Komm. Er ist noch hier. Ja, ich sehe ihn. Er ist unsichtbar. Er geht, aber weg. Er ist jetzt. Nein, nicht Fang, ich. Das ist meine Freundin. Ja, ich geh mal, Leute. Ich hab kein. Da kommt Hungerbrot zurück. Hast du Selbstheilung? Ja, immer. Ja, so ein Totem fehlt noch. Also ich weiß jetzt natürlich nicht, ob die Fangs auch eins weggemacht haben. Aber ich hatte 3, du hattest 1. Oh, eine grüne Taschenlampe. Cool. Ich bin hinten in der Ecke. Ja, ich glaube, ich sehe dich. Ist dort ein Jen? Oh, er ist bei mir. Ja, der Jen ist an hier hinten, der hier ist. Okay. Es kann sein, dass er Nee, doch nicht. Sorry, ich habe schon gerade gedacht, ich bin schuld, dass er disconnected. Ich habe ihn gestunt und dann geblendet. Ich habe mich gerade ein bisschen schlecht gefühlt. Ich hab mich gerade gefühlt. Ja, der tut mir voll leid. Echt, eigentlich tut er mir wirklich leid. Ja, mir ja auch. Deswegen habe ich mich jetzt umklatschen lassen. Ich weiß nicht, ob er jetzt nötig hat, weil ich glaube, der hat mich noch kurz bevor der Jen an ihn geschlagen. Ist er noch bei dir? Nee, glaub nicht. Also Feng macht hier das eine Tor auf, was nicht an der Scheck ist, sondern das andere an der Seite. Okay, er kommt hier hin. Ich dachte wirklich, der disconnected jetzt, weil der ist dann plötzlich stehen geblieben und ich dachte, nein, sorry. Okay, er ist hier am Ausgang. Welcher ist denn offen? Der neben dem Zeppelin. Okay. Er steht hier auch. Warte, wir werden gleich sehen, ob er Nöt hat. Okay, er ist nicht hinter mir hergerannt. Ich weiß nicht, ob der jetzt noch da hinten steht oder jetzt hier hinterkommt. Ey, der ist hier. Der andere Ausgang ist auch offen. Er hat keinen Nöt. Ich bin raus. Kannst auch hinter... Hin, okay. Gut. War am Ausgang. Rang 20 Killer. Oh. Oder? Also ich weiß es nicht, würde ich jetzt sagen. Ich bin noch nicht am Ende. Naja, so 18 oder so. Oh, oh 20. Hätte ich sein können. Oh. Oh. Gott.
Ja, das tut mir echt so ein bisschen leid. Der hat auch keine Talente und nichts dabei gehabt. Der hat wirklich... Ich kann halt... Oh, ich kann wieder auf das, die Leute draufklicken. Aber cool. Steht nicht da, wie viele Spielstunden er hatte. Schade. Ja. Das war jetzt Runde Nummer 3. Ich würde sagen, die ging auch nicht so lang. Wir machen noch eine vierte, oder? Ja, bin ich für. Na dann. Okay, dann sehen wir uns gleich. Entschuldigung. Tada! Zusatzrunde. Weil der Billy vorhin AFK war. Und ich weiß nicht, ich mag die Map nicht. Wir hätten das nicht machen sollen. Mit der vierten Runde. Ich finde auch gerade, es war ein Fehler. Alles für euch, ja? Wir opfern uns hier für euch. Vor allem, ich weiß jetzt nicht, wer dieses Map-Offering... Also es wurde sich diese Map gewünscht. Ich weiß aber nicht, war auch nicht der Killer, oder? Ich glaube, nee, der Killer war es nicht. Das Killer-Offering ist ja immer... wir haben trotzdem Micha! Bist du unten oder oben? Unten und der stalkt mich! Na toll. Ich bleib hängen. Okay, er hat sich hochgestalkt. Oh, verdammt, er stalkt mich immer noch. Ja. Da bist du direkt gerade unter mir. Micha, geh weg. Hat er mich verloren? Ich glaube, er hat mich verloren. Cool. Das waren meine Künste, sag ich euch. Okay. Er ist weg von mir. Aktuell. Meine Güte, wie der plötzlich um die Ecke kam, ey. Ah, er ist oben. Okay. Ich bin auch oben. Sitze oben an einem Gen. Ich bin jetzt unten wieder an meinem... Er ist schon wieder bei mir! Das gibt's doch nicht, ey! Oh nein. Verdammte Axt! Jetzt auf 3. Uhuhu, ich hab ihn gestunt, ich hab ihn gestunt! Sehr gut. Du sagst mir mal Bescheid, wenn ihr hochkommt, ja? Oh, verdammt. Oh, verdammt. Direkt unter mir, ich will's. Alter, das ist komplett die Schickung, wenn du hier oben an dem Gen sitzt und übelst den Herzschlag hast. Das sind 2 genau über mir. Ja, das war ich gerade. Oh, Micha. Er ist noch auf 3, passt auf. Ich bin gerade ein bisschen lost und weiß nicht so richtig, wohin. Ich würde ja gerne runterkommen, aber ich habe gerade ein bisschen Angst. Hey, wartet ruhig ab, dass er erstmal wieder runter ist. Ich hab immer noch. Okay, er ist runter. Wie er alle 3 dort oben ganz unentschlossen hin und her croucht. Du hängst auch an der hintersten Ecke. Soll ich dich hier heilen oder lieber weg? Heil einfach. Sunny-Kasten gefunden, damit geht's so schnell. Oh, wir haben Dying Light, sehe ich gerade. Also ich gehe nicht mehr an den Gen, wo ich jetzt 2-mal war, weil jedes Mal kam Micha um die Ecke. Jetzt woanders hin. Wo warst denn du an welchem Gen? Irgendwo dort, da hinten. Also wo ich hing, links davon. Okay, er ist hier unten. Er war in der Nähe beim Haken. Oh Gott. Er ist oben. Da, wo der Gen angegangen ist. Ja. Oh. Wow. Weißt du, ich frage mich manchmal, wie machen die Michas das? So schnell. Das verstehe ich auch nicht. Ich krieg nie die Leute so schnell hochgestalkt. Da ist die ganze Runde rum. Da bin ich das erste Mal auf 3. Gott. Der hier ist an. Oh Gott. Ich bin hier unten in dem einen. Oh Gott, hängt den direkt hier hin, oder? Ich bin direkt in dem Raum, wo er ihn aufgehangen hat. Oh mein Gott, holy. Ich hol dich gleich. Er ist unter mir. Okay, erst, ich hol sie jetzt runter.
kannst aber knicken, dass ich dich hier rette. Das, der ist noch auf 3. Geh weg! Oh, Lori, eher ernsthaft, verpiss dich! Okay, er ist nicht mehr. Oh, Lori! Okay, ich gehe doch wieder an den Gen, wo ich war. Also, die Lori ist. Keine Ahnung. Also, weißt du, da ist die Alte verletzt und bleibt bei mir hocken. Also, sorry. Hallo, hier bin ich. Ja, sie. Okay, oh. Ah, nein, nicht schon wieder ich! Er ist hinter dir. Naja. Ja, ja, er hat mich auch gleich. Oh, hier seid ihr. Wow. Ich sag's ja, ich habe jetzt einmal unbeugsam mitgenommen. Mit unbeugsam kann man einmal wieder aufstehen, wenn man quasi am Boden liegt. Und ja, ich weiß jetzt ganz genau, ich habe unbeugsam mit. Ich werde jetzt nicht liegen gelassen. Okay, er ist bei dir in der Nähe. Hat da was kaputt gemacht? Ja, tritt den Jen. Er ist halt immer noch auf 3. Ja. Ich glaube, er ist immer noch bei mir in der Nähe. Jetzt wird's leiser. Also die anderen beiden sitzen beide an. Er hat die eine, glaube ich, die rennt. Er müsste auch langsam runter sein, wollte gerade sagen. Lass mich gleich heilen. Guck mal, das ist der Haken, wo du hingst. Hier mein Medikamentchen. Was macht denn die Mac da hinten? Nichts. Da kommt die ganz langsam. Oh. Weißt du noch, letzte Woche die Clydia? Die macht mich immer noch so aggressiv. Die war geil. Okay, jetzt sitzt ihr da zu zweit. Ich dachte mir dann so, ich habe das halt in dem Video rausgeschnitten, aber diese Clydia, die hat ja im Afterchat dann noch den Killer beschuldigt, dass er unfair gespielt hätte und solche Sachen. Wo ich mir nur dachte, Clydia, sag mal, in welchem Spiel warst du denn? Anscheinend nicht in dem, wo wir waren. Okay, der Jen hier ist dann gleich durch. Micha ist dort hinten. Ich sehe ihn. Er jagt die Lori, glaube ich. Lori war dort. Oh, Mac, ist das dein Ernst? Micha ist dort hinten. Ja, jetzt ist Micha hier. Danke. Mac hat reingeschissen. Jetzt jagt der Mac, oder? Die ist Obsession. Ich hoffe, die gehen aus dem Raum dort weg, weil der Jen war fast fertig. Jetzt kommt die hier in meine Richtung. Hätte die Mac nicht reingeschissen, hätten wir den, glaube ich, sogar durchziehen können. Ich weiß nicht, ob der noch hier ist. Keine Ahnung. Ich bin gerade. Oh, er ist bei mir. Also ich habe gesehen, wo Lori am Gen war. Ich gehe dann gleich mal dort gucken. Kacke, er ist wieder auf 3. Ich renn hoch mit ihm. Wow, war der jetzt schnell. Wow. Ist irgendjemand bei dir in der Nähe? Einer ist im Schrank. Uhu, nice. Das ist schon mal. Das ist schon mal okay. Gut. Er steht vor mir. Er ist weg. Ich habe keine Ahnung, wo er hin ist. Ich habe da gerade die Aufhängeanimation bekommen. Ja, er ist halt noch auf 3. Lass mich erst mal hängen. Die Lori ist. Das so ein Lori. Er ist wieder hier oben, er ist gerade bei mir vorbeigelaufen. Er rennt jetzt halt von Ausgang zu Ausgang. Oh, er ist hier. Ich hänge irgendwie zwischen den Ausgängen, glaube ich. Okay, er ist gerade runter. Ja, dann hoffen wir mal, dass er keinen Nöt hat, ne? Okay, der Ausgang, der rechts von mir ist, da ist jemand dran, jetzt okay. Nicht mehr. Ja, Micha ist gerade drüber gelaufen. Mac kommt auch gerade. Will ich schnell hochheilen? Na, dann mach halt Mac. Oh. Ja. Ich hab noch Sunny-Kasten. Ich würde sagen, wir gehen nach links, oder? Ja. Jo. Wow, der ist direkt hier. Lori war halt noch. Hier ist ein Totem, aber es hat nicht geleuchtet.
Nee. Lori war halt noch verletzt. Ich bin tot am Haken, ich gehe mal ein Stück weg. Ja, ja. Ich kann noch einmal hängen. Ich versuche jetzt, soweit es geht, hier durchzuziehen. Und sollte ich es schaffen, aufzumachen, mache ich auch auf. Ja, ich gehe mal rüber zum anderen Ausgang. Lori ist runter. Ausgang ist auf 99. Okay, warte, ich komme zurück. Er ist auch nicht hier. Ich komme. Er hat die Mac. Es wäre schon schön, wenn wir wenigstens einmal heute rauskommen. Ja, ich bin da. Ich würde sagen, wollen wir raus? Warte, wir warten, dass sie hängt. Ja. Blutwächter geschädigt. Oh, er kommt, glaube ich. Ja, dann mach auf. Mach auf, komm. Lass uns gehen. Dann würde wenigstens einmal entkommen. Oh, ja, er kommt. Das war gut. Ey, Special Runde, wir sind entkommen. Das auch noch auf der Map, ey. Mit Micha, ich glaub's nicht. Ey, der war aber auch übelst schnell, übelst oft auf 3. Ich krieg das mit dem immer überhaupt nicht hin. Ich auch nicht. Ich weiß nicht, wie die Leute das machen. Rang 16? Ich sag's euch, die Ränge, die haben nichts zu sagen. Das ist so verrückt. Nee. Im Moment ist das echt krass. Wirklich. Ja. Aber ich spiele halt auch deswegen so ungern selber Micha, weil ich das nicht hinkriege mit dem Hochstalken. Das dauert bei mir Jahre. Ja. Nimm mir auch. Na gut. Deswegen spiele ich immer auf 1. Dann habe ich wenigstens diesen Überraschungseffekt, wenn ich keinen Terrorradius habe, weißt du? Ja. Okay. Mensch, haben wir es geschafft. 4 Runden. Yay! Wupp, wupp. Und wir sind mit dem Archiv durch. Das freut mich natürlich noch viel, viel mehr. Ja, das stimmt. Und ich würde sagen, wir bedanken uns bei euch wie immer fürs Gucken. Habt eine schöne Woche und dann bis nächste Woche zu DVD. In alter Frische. Tschüss.